Ja, hallo, herzlich willkommen hier zur neuen Folge The Hunter. Ja, wir nehmen die Folge 21 einfach nochmal auf, eben die beim letzten Mal so am Stocken war. Ich hoffe, die Aufnahme wird jetzt besser. Und ja, viel hat man nicht geschafft. Ich glaube, zwei Rehe und ein Weißhirsch, Stammhirsch habe ich geschossen. Von daher, ja, nicht so viel. Wenn jetzt mal hier den Weg entlang laufen, würde ich sagen. Sondern M ist hier die. Schön. Hier ist es in Rot schon alles. War ich, glaube ich, hingelaufen. Genau. Jetzt gerne mal Richtung Turm gehen, Wegpunkt setzen. Und da noch ein bisschen schauen. Ja, da würden wir jetzt den Quad nehmen. Und zwar Garage. Oh. Angefordert. Da sein. Reden wir. Fahren wir mal los. Oh, und ich habe noch einen Wegpunkt gesetzt. Schauen, dass wir da jetzt hinkommen. Übergang, genau. Natürlich jetzt extrem laut. Aber wir müssen keine 2 Kilometer laufen. Den nachher stehen lassen natürlich, um weiterzukommen. Dann auch jagen zu können, aber jetzt in erster Linie wollte ich einfach mal zum Aussichtsturm. Da hinten mal schauen, ob wir da dementsprechend neue Sachen sehen. Ja, zumindest zeigt heute OBS schon keine Fehlermeldung mehr an. Ganz okay. Hier waren wir, genau. Steine dann da hinten. Meter runter. Dann nehmen wir jetzt die Straße. Haben leider nicht getroffen. Schauen, ob wir hier die Fährte finden. Ich wohl. Schauen, ob wir. Ich weiß nicht, wie das ist bei den. Ah, da liegt er schon. Den Muskel. Wertungserfolg. Muss annehmen. Ja. Zumindest jede Menge Geld, was wir bekommen haben. Gehen wir mal zurück zum Quad. Ja, was für ein Zufall, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt auch noch dementsprechend einen Erfolg haben.
mal machen können, ist mal umschauen. Einmal abgestiegen sind. Waldrand was sehen, aber nicht. Er ist der neben uns hergelaufen, ne? Also war schon ganz cool, wie wir es gemacht haben. Aber es wird jetzt nicht mein Ziel sein, das dauerhaft zu machen. Natürlich werden wir schon versuchen, die Tiere, die wir jetzt unmittelbar sehen, dann auch noch zu treffen. Schauen. Jetzt hier und wollen dahin. Das heißt, wir fahren jetzt hier lang. Dann geht es irgendwo links dann rein. Also Squad ist schon ein cooles DLC, auf jeden Fall zu empfehlen. Was auch gut sein soll, ist das Zelt. Aber da kann ich leider gar nichts zu sagen. Bin ja erstmal froh, dass ich überhaupt das DLC habe. Danke nochmal an Smoky Snake, der dies ermöglicht hat. Also der hat das DLC mir geschenkt. Wäre ich wahrscheinlich auch nicht auf die Idee gekommen, dieses DLC zu holen, aber gerade für längere Strecken, wenn man was erkunden will, finde ich das genau richtig. Also ja, als erstes einmal, ach, das ist was. Okay, da kann man die Fahne hissen, guck mal. War ganz cool. Können wir nämlich hier schon mal am schnellsten hin oder schneller hin. Punkte. Fahren wir weiter. Da wollen wir jetzt. Oh. Hatte einfach weiter hier lang ein. Was geht da durch? Lang muss. Und ach, das ist der Weg hier. Haben wir finden. Ich hoffe echt, dass heute die Aufnahme besser wird als die letzte. Wie gesagt, ihr findet die nicht mehr, denn ich habe sie gelöscht, nachdem ich sie mir selber angeguckt habe. Also es war ja sch noch schlimmer, nachdem ich es hochgeladen hatte als vorher. Da ist die Aussicht.
die Aussichtsplattform. Sehen, was wir von da oben dann sehen. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, es ist, könnte auch eine Wander-App sein hier oder ein Wanderspiel. Denn hat halt echt wunderschöne Aussichten und echt geniale Grafik und ja, es gefällt mir einfach auch. Schauen wir uns mal um jetzt hier, was wir da auf der Aussichtsplattform sehen, wenn wir die Treppe erwischen. Millewald has been a bit more exploited than the rest of the reserve, due to a logging facility built here in the 60s. One tree that hasn't been cut down, though, is Old Mühle. He's one of the oldest in the reserve. Ein paar neue Punkte freigeschaltet bekommen. Ich glaube, es geht dann noch weiter, glaube ich, weil ich über die Grenzen gehe. Dann wir erstmal den Wegpunkt. Wir werden ab hier laufen. Gott, bleib hier. Denn ich würde natürlich auch gerne mal wieder was fangen. Fangen, was jagen. Natürlich nur kranke Tiere, alte und verletzte. Wenn man wieder so eine Herde beobachten würde, wäre schon genial. Jetzt sind es immer nur Einzelne, die uns vor die Linse kommen, nenne ich es jetzt mal. Naja, so viel Glück haben wir heute nicht wieder. In die Richtung, die ich gerne möchte. Wo wir dann abgehen können. Dann halt aufpassen, weil wir können auch sterben. Also. Entweder durch Tierangriffe oder Fallen aus größerer Höhe. Haben wir unten diesen Balken, der in der Regel immer voll ist. Mal schauen. Da so alles hin. Kann man es denn? Jetzt wird eigentlich dann Urotter aufsuchen. Oder vom Dammhirsch, ja. Anhöhe.
Nicht so richtig dicht. Mehr als so. Hatte ich gesagt. Der Baum stört, aber leider gibt es hier keine Motorsäge, das ist wieder ein anderes. Aber männlich. Kommen wir jetzt dahin. Darüber nachdenken können. Gehen kann. Ich glaube, es ist vorbei mit uns. Oh ne, kein Glück. So, nur den anderen Berg hochkommen. Fünf, ja. Sagen in der Regel da, wo ein Riese ist, sind auch mehrere. Da ist auch. Nein, warte. Schade, schade. Das Reh lang gelaufen. Wir haben es natürlich noch nicht getroffen. Was in da? Da was hin? Ja, das kommt halt auch. Gut wie nie vor eigentlich. Brauchen wir nicht. Wenn man sehen, nehmen wir natürlich auch einen Rotfuchs mit, so wie vorhin zu Beginn. Aber auf die Jagd gehen, das ist schwer. Die ist so klein. Das Gras auch hoch. Ja, da vorne ist er ja an der Straße entlang gelaufen. Natürlich was ganz anderes. Vielleicht noch was Wirkliches.
und Darm, okay. Nehmen wir so mit. Auf der anderen Seite, was das wäre. Komme ich so schnell nicht. Puh. Bin ich ja runtergefallen, ne? Wie man am Lebensbalken sieht. Ich habe so schön gesagt, der ist immer voll, ne? Ist auch dahinter. Langsam. Nicht ersichtlich. Wollte ich ja. Fragezeichen. So, wie stand altes Forstgebiet 1960. Vorstellen, dass die Dammhirsche sich hier so Hörner abstoßen. Vor allem müssen wir halt aufpassen. Schon runtergefallen bin von so. Bin nicht runterfallen. So, Punkt. Wenn theoretisch um die Mittagszeit müssten die da liegen. So ja auch so. Dann mittags siehst du kein Tier. Schlafen. Weiter. Jetzt auch mal in gedrückter Position gehen, wobei wir haben dann Wald vor uns. War schon ziemlich laut. Warte, ich würde. Da sind wir jetzt. Ja. Weiter. Oh, was finden wir bestimmt? Kann ja nicht sein, das ist schon. Alle Tiere schlafen. Ja, wenn nicht alle Höhle, ne? Tiere, die wirklich draußen schlafen. Aus dem Treffergebiet raus. Holz.
fühlen hier mit Holz, ne? Für die Tiere zu aufgerufen. Los. Ja, schon. Genau. Die finde ich nur, wenn ich die mir sozusagen fast fortfahren oder an zu regnen. Komm. Haben ihn. Dann runtergehen. Ja, gibt gut Geld, ne? Brauchen wir leider auch erstmal. So, jetzt gehen wir mal direkt zu der Fahne hier vorne. Ich glaube, wir sind aufgestiegen, oder? Geld haben wir eigentlich jetzt noch 10.000. Okay. Hier nochmal ein neues Hinweisschild. Klar. Ja, wenn wir jetzt kein Tier mehr sehen, dann
war es das für heute. Ich hoffe, wir sehen noch eins. Wir haben jetzt auch in dem Gebiet geschossen. Und ja, damit verabschiede ich mich für heute. Ja, werde jetzt direkt die Folge hochladen und dann hoffe ich, dass die besser ankommt. Toi, 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 damit ich euch weiter Folgen von The Hunter hochladen kann. Wie ihr merkt, in unregelmäßigen Abständen, aber es wird weiter Folgen geben dann. Bis dahin, tschüss.